10 Jahre ist es her, jetzt kehrt eine alte Tradition nach Schwerin zurück. Budenzauber in der Sport- und Kongresshalle. Der FC Mecklenburg-Schwerin richtet am 9. Januar das kurzurlaub.de Hallenfußballturnier aus. Gespielt wird auf Kunstrasen mit umlaufender Bande. In 2 Vierergruppen werden die Halbfinalisten ermittelt. Neben den Gastgebern, dem FC Mecklenburg-Schwerin, wird aus der Verbandsliga auch der MSV Pampo dabei sein. Das weitere Teilnehmerfeld, die TSG Neustrelitz, der FC Schönberg und die zweite Mannschaft des FC Hansa Rostock. Durch die Verbindungen von Cheftrainer Martin Piekenhagen zum HSV hat auch das U23-Team des Bundesligisten zugesagt. Der tschechische Erstligist FK Teplice und der frühere polnische Vizemeister Pogoń Szczecin komplettieren das Teilnehmerfeld. Also ich persönlich bin halt ein Freund vom Lokalen auch. Also ich freue mich zum Beispiel auch auf ein Spiel, ein potenzielles Halbfinale Pampo gegen den FC Mecklenburg würde mich zum Beispiel total freuen. Aber der eine oder andere wird vielleicht ein schönes Spiel von Hansa Rostock sehen wollen. Der andere sagt vielleicht, ich bin HSVer durch und durch. Ich weiß, dass hier in Schwerin es einfach ganz viele HSV-Fans auch gibt. Das möchte ich gar nicht vorwegnehmen. Also das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, die Gesamtveranstaltung als solche ist einfach wirklich toll. Karten für das Schweriner Hallenturnier gibt es ab sofort, ab einem Preis von 9,90 Euro an allen CTS-Vorverkaufsstellen und bei der Sport- und Kongresshalle. Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt.